Der Bus ist voll, jedenfalls fast, drei Plätze sind frei. Wir haben Kaffee gekriegt, wir haben Pralinen bekommen. Alle sind im Moment zufrieden, nur das Wetter hätte besser sein können. So, wir sind im Orchideengarten. Gleich kommen die Messen. Sind das keine von uns da? So, ich möchte Sie herzlich bei uns begrüßen. Ich heiße Elena Kohl und ich werde mit Ihnen durch unsere Gewächshäuser einladen. Wir haben 14 Gewächshäuser, wir werden aber 13. Auch nicht in jedes Gewächshaus die kleinen Gewächshäuser, welche so seitlich rausgehen, da werden wir nicht reingehen, nur die größeren Häuser. Nach meiner Führung, Sie können dann in jedes Haus reingehen, alles angucken, alles anschauen. Wenn Sie haben Fragen, bitte fragen Sie immer, was Sie möchten, da oder für diesen Land. Dann fange ich an. So, wir machen ungefähr so 60, 70 Jahre Orchidee. Orchidee ist wirklich eine ganz alte Pflanzenfamilie. Aber am Anfang war bei uns Baumschule. Später waren Schnittblumen, dann waren Sommerblumen und seit so 60, 70 Jahren sind wir vollständig ein Orchidee. Das ist wichtig, dass ihr auch trocken könnt, Blutlauf lassen kann, mit Anschiedermaschen, dass ihr wirklich trocken werden und Wasser nicht mehr näher fühlt. Und dadurch brauchen wir den Unterschied zwischen Kack und Kaum und Pigmentblätten rein. Dadurch versuchen sie, dann hat man die Möglichkeit nicht mehr trocken. Das ist eigentlich anders. Egal, wo die, einfach anders. Weil sie gerade immer auf einem Fensterbank stehen, wird sich in Wachstum verwandeln. Das heißt, sie wird nie getötet. Sie wird immer größer, größer. Jetzt sage ich auch hier den Jungen. Ich werde den Haus 80 geben. Das lohnt endlich. Und dadurch sagt man, Frauenschuhe soll man schenken diesen Menschen, welche ständig etwas müssen tun. Welche haben keine Ruhe. Und da wird das wunderbar alles. Normalerweise zwei Wochen. Und dann aber müssen wir ein Jahr bis die neuen weiter bleiben. Sehr, sehr wichtig, dass sie nach draußen kommen. Wirklich, das ist nicht Kraft, das muss. Bekommen Sie den Unterschied? Nicht, wir werden die Bulben nicht vollständig aufreißen und die kommen dann nicht wieder. Also diese Pflanze muss schon, die Gattung muss schon, die man nicht kauft, dann ist die Geier weg. Da, nichts mehr. Weil das muss es auch bestimmte Feuchtigkeit, Temperaturen sein und bla bla bla. Das wird so klein in so Dosen. Und dann von da, wir machen die Dose auf. Waschen das alle ab und dann kommt das in diese Palette. Das ist Gemeinschaftspalette. Praktisch ist in Mond werden die Pflanzen in So, das war unser erster Ausflug in die Orchideengärtnerei.
Ja, ich